fight is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy. Was ist denn? Du hast da irgendwas. Ja, ich verstehe halt nicht, wie du dir so sicher sein kannst, dass es nicht Jutta war, die Robert niedergeschlagen hat. Ich bin mir halt einfach sicher. Musst du immer alles das in Frage stellen, was ich sage, oder kannst du es auch einfach mal so stehen lassen? Ja, aber ganz sicher kann man sich doch nie sein. Außer du hättest die Tat begangen. Warst du es? Ey, sag mal, geht's noch? Spinnst du oder was? Sag mal, natürlich nicht. Ja, dann kannst du dir auch nicht sicher sein. Ey, Barbara, hör auf damit. Ja, entschuldige bitte, dass ich mir Sorgen mache. Es ist echt nicht zu fassen. Ich tue doch wirklich alles für dich. Ich habe dir extra die Anwältin besorgt, damit du deine Unschuld beweisen kannst. Und was machst du? Du verhältst dich völlig unkooperativ. Was heißt denn bitte für dich kooperativ sein? Dass ich unschuldige Menschen ans Messer liefere oder was? Nein, aber überleg doch mal. Jutta hätte genauso ein Motiv. Und wenn du genau darüber nachdenkst... Jutta hat mir einfach nur einen Gefallen getan und damit basta. Und überhaupt, ich kann gut für mich alleine sorgen. Dankeschön. Sag mal, merkst du eigentlich gar nicht, wie du mich einengst? Aber denkst du das denn wirklich? Ich will dich doch nicht einengen. Ich liebe dich doch. Und weißt du, das ist doch alles, was ich dir zeigen will. Eigentlich immer. Auch jetzt. Boah, darauf habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock. Ich habe echt andere Sorgen mit dem ganzen Polizeikram und so weiter. Außerdem, mal ehrlich, ich sage dir, ich fühle mich von dir eingeengt. Und das Einzige, was dir dazu einfällt, ist, mit mir ins Bett zu gehen. Hältst du das für die richtige Lösung? Nein, so ist es doch nicht. Aber du fehlst mir so. Ich habe schon länger das Gefühl, dass du nicht mehr richtig bei mir bist. Boah, du und dein Gefühl, echt. Ich kann es nicht mehr hören. Ich glaube, ich schlafe heute auf der Couch. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your mind. Guten Morgen, Schatz. Weia, du siehst ja noch ganz verschlafen aus. Ich hab dir schon Kaffee hingestellt, schwarz, wie du ihn magst. Wir können doch schön zusammen frühstücken und dann gemeinsam ins Institut fahren. Nee, du. Lass mal. Ich esse jetzt nur hier eine Kleinigkeit, damit ich was im Magen habe. Dann gehe ich zum Laufen. Mein Eiweiß, mein Obst, das nehme ich später. Ich habe meine erste Gruppe erst heute Nachmittag. Das heißt, du kannst ruhig den Wagen nehmen, weil ich will die Zeit nutzen. Du, einen Moment nur, bitte, ganz kurz. Kann nicht einfach alles so sein wie früher? Wie früher? Was meinst du damit wie früher? Dass ich wieder fett und antriebslos werde, keine Perspektive und keine Arbeit habe, den ganzen Tag bei dir zu Hause rumgammel? Ist es das, was du willst? Nein, du weißt ganz genau, dass ich das nicht so sehe. Und wie sehr ich dich dafür bewundere, was du alles geschafft hast. Dann laber nicht so einen Scheiß. Ja, aber merkst du das denn gar nicht? Merkst du gar nicht, dass wir beide uns immer weiter voneinander entfernen? Ey, Barbara, keine Ahnung, was du meinst. Ja, überleg doch mal, gestern zum Beispiel. Ja gut, mein Gott, da hat's halt mal gerappelt. Und das kommt in den besten Familien vor. Ansonsten ist doch alles so wie immer. Wir sind zusammen und das ist auch gut so. Also, so sehe ich das zumindest. So, ich muss jetzt auch los. Bis dann. Wolfram, deine Sachen! Da bist du ja endlich. Na? Fit? Wirst du gleich schon sehen. Okay. Und? Gibt's was Neues von der Polizei? Ach, nee, von denen nicht, aber die Anwältin, die mir Barbara organisiert hat, die macht Stress. Wieso? Ja, die hat herausgefunden, dass du mir ein falsches Alibi gegeben hast und die hat mich gestern mit Barbara zu sich bestellt und mich ganz schön ins Gebet genommen. Was ist, wenn rauskommt, dass ich eine falsche Aussage gemacht habe? Nein, nein, ich habe ihr ja gesagt, dass ich dich darum gebeten habe. Dabei bleibt's auch, die hält dicht. Hoffentlich. Wieso? Was ist denn? Oder hat Barbara am Ende doch recht mit ihrer Vermutung?
Vermutung? Was denn für eine Vermutung? Ja, die meint, du seist es gewesen und hast mir nur ein Alibi gegeben, damit du auch eins hast. Das denkst du jetzt aber nicht im Ernst, oder? Außerdem, wo wir schon mal dabei sind, was denn eigentlich mit dir? Im Prinzip weiß ich ja gar nicht, ob du Robert nicht niedergeschlagen hast. Und nach dem Streit hättest du ja allen Grund dazu gehabt. Schließlich hat er dich ja nur ausgenutzt und Kapital aus dir geschlagen. Jetzt drehst du also den Spieß um. Nee, so läuft das nicht. Aber mal ganz ehrlich, wer Robert die Abräume verpasst hat, ist doch völlig egal. Und ob du es warst oder nicht, ich schütze dich. Also, lass uns los. Hallo? Ich war's aber nicht. Hallo, Frau Stelters. Da habe ich ja Glück, dass ich Sie antreffe. Ich war gerade in der Nähe und ich dachte, ich schaue mal vorbei. Ist Ihr Freund auch da? Nein, der muss erst später arbeiten. Der ist noch laufen gegangen. Aber er hat sein Handy mit. Soll ich ihn eben anrufen? Nicht nötig. Aber ich habe interessante Neuigkeiten. Ja, wollen wir uns dann eben kurz setzen? Gerne. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich den Handelsregisterauszug besorge. Und der ist jetzt schon gekommen. Entschuldigung, Frau Schulien, aber könnten Sie mir einmal erklären, was genau ein Handelsregister ist? Ja, klar. Ein Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis. Da sind alle wichtigen Informationen zu einer Firma eingetragen, wie Sitz, Stammkapital und auch die Inhaber, aber vor allem auch, wer vertretungsberechtigt ist. Ah, okay. Und das gilt natürlich auch für Less for More. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Fällt Ihnen da was auf? Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Gründer und Leiter Robert Landers und eine Liste der Gesellschafter. Aber da steht nichts von Marie. Richtig. Das heißt, Frau Landers hat überhaupt keine Ansprüche gegen die Gesellschaft. Und für den Fall, dass sie sich scheiden lassen will und wie angekündigt ihren Mann aus der Firma drängen will, müsste sie ihre Ansprüche erst mal beweisen. Aber meinen Sie wirklich, dass Marie Robert niedergeschlagen hat? Zumindest hat sie damit ein gutes Motiv. Aber dann reden wir über versuchten Totschlag. Denn ein verletzter Robert Landers würde ihr nichts nutzen. Und wenn sie es gewesen ist, dann ist sie davon ausgegangen, dass Robert Landers tot ist. Ja, Sie haben recht. Wenn Robert sterben würde, würde Maria die Firma erben. Richtig, dann würden die Gesellschaftsansprüche auf sie übergehen. Und dann müsste sie jetzt nicht im Handelsregister eingetragen sein. Aber das ist doch klasse. Das müssen wir sofort Wolfram erzählen. Der macht sich nämlich schon riesig Sorgen, wissen Sie? Wann erwarten Sie ihn zurück? Und wie lange dauert das mit dem Laufen? Na ja. Nein, ich habe eine Idee. Wir überraschen ihn einfach. Ich weiß, wo er normalerweise laufen geht. Aber das ist doch Jutta. Was ist das denn? Du Mistkerl! Ach du Scheiße. Wie kannst du mir das nur antun? Aber was machst du denn hier? Das ist doch scheißegal, was ich hier mache. Erklär mir lieber, was du hier machst. Das tut mir jetzt echt leid. Deine Entschuldigung, die kannst du dir sonst so hinstecken. Schatz, versteh doch, ich wollte dich nicht verletzen. Wir wollten das einfach gar nicht. Das ist nur so passiert. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht. Du hältst am besten gleich mal direkt deine Schnauze. Dir würde ich am liebsten in deinen dürren Arsch treten. Wie kannst du mir das nur antun? Ich dachte, das mit uns, das wäre für immer. Es tut mir leid. Guten Tag, schön, dass wir Sie hier treffen. Im Institut sagte man uns, dass Sie hier beim Laufen wären. Tja, ich muss Sie leider bitten, mit auf die Dienststelle zu kommen. Es haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Und Sie, Frau Hebner, kommen bitte auch gleich mit. Ich? Warum denn ich? Das Alibi, das Sie Herrn Lösner gegeben haben, war leider nicht sehr beständig. Mit anderen Worten, es hat sich in Luft aufgelöst. Wie gibt's denn sowas? Tja, der Parkplatz des Instituts war videoüberwacht. Die Kamera dort ist nicht mit dem Gesamtstromkreislauf verbunden. Das heißt, sie konnte nicht ausfallen, als die Hauptsicherung herausgenommen wurde. Und was glauben Sie, was auf dem Material der Kamera zu sehen ist? Keine Ahnung, aber Sie werden es mir bestimmt gleich sagen. Man sieht, wie Ihr Mandant auf den Parkplatz fuhr, und zwar mit Zeitkennung, um genau 7.51 Uhr. Der Kaffeeklatsch mit Frau Hebner, 15 Minuten bevor die Sicherung ausfiel, konnte also gar nicht stattgefunden haben.
Würden Sie uns jetzt bitte begleiten? Dürfen wir uns wenigstens noch umziehen? Ja, wir begleiten Sie. Frau Stölters, das tut mir leid. Ich lasse Sie ungern in der Situation alleine, aber Sie werden verstehen, dass ich da jetzt mit muss. Nein, nein, gehen Sie nur. Auch wenn ich wirklich sauer auf Wolfram bin, ich will ja nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Okay, und ich melde mich dann bei Ihnen, ja? Okay, tschüss. Jetzt ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Und bei der aktuellen Situation bin ich mir nicht sicher, ob es mir gelingt, meinen Mandanten auf freiem Fuß zu halten. Deswegen muss ganz schnell Plan B her. Und der sieht so aus, dass ich herausfinden muss, wie gravierend die Meinungsverschiedenheiten zwischen Marie und Robert Landers sind. Und wie ernst es Frau Landers mit ihren Scheidungsabsichten meint. Sie geben also zu, dass das Alibi, das Ihnen Frau Hedner gegeben hat, falsch war. Warum hat sie Ihnen das Alibi denn überhaupt gegeben? Ja, ich hatte Jutta darum gebeten. Gerade nach dem Streit am Vortag war ja klar, dass sie unter Verdacht geraten würde. Es waren ja alle dabei. Und Sie bestreiten weiterhin, dass Sie Herrn Robert Landers niedergeschlagen haben, hm? Und Frau Hedner hat Ihnen das Alibi einfach so gegeben? Ja, Jutta und ich sind seit einiger Zeit ein Paar. Sie wird es wohl aus Liebe getan haben. Oder vielleicht aus einem anderen Grund. Nämlich, um sich selbst ein Alibi zu geben. Hm? Auf keinen Fall. Jutta hat Robert nicht niedergeschlagen. Außerdem, was für eine Motivation hätte sie denn jetzt, wo wir ein Paar sind? Die Affäre mit Robert ist doch schon längst Geschichte. Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Frau Hedner noch Rachegelüste hegt. Ich meine, vielleicht wurde sie auch sitzen gelassen. Ach, was? Sie kennen doch Jutta gar nicht. Ich kann beschwören, dass Jutta nichts damit zu tun hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie wissen ganz genau, dass Frau Hedner nichts damit zu tun hat, weil sie es nämlich selber waren. Ach, das ist doch Quatsch. Kein Geständnis? Hm? Herr Lösner, das würde ich mir noch mal ganz gut überlegen. Das könnte sich bei einer Verhandlung nämlich positiv für Sie auswirken. Und damit Sie das auch in Ruhe tun können, werde ich Sie dem Ermittlungsrichter überstellen. Der schickt Sie ganz sicher in Untersuchungshaft. Untersuchungshaft? Das geht nicht. Das entscheidet der Ermittlungsrichter, nicht Sie. Bring ihn bitte zum Erkennungsdienst. Ich fürchte, ich kann jetzt nichts dagegen tun. Aber ich verspreche Ihnen, ich tue alles, um Sie so schnell wie möglich herauszuholen. Frau Schuling, Gefängnis. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann das nicht. Herr Reuter, kann ich noch ein paar Minuten mit meinem Mandanten unter vier Augen sprechen? Sie sehen doch, in welchem Zustand er ist. Also gut. Setzen Sie sich hier in die Sitzecke. Ich lasse den Kollegen bei Ihnen, der wird Herrn Lösner dann später mitnehmen. Okay, vielen Dank. Der Kommissar hat recht. Jetzt wird sich der Ermittlungsrichter ein Bild machen. Warum haben Sie jetzt plötzlich solche Panik? Ja, wissen Sie, so wie es jetzt ist, mit meinem neuen Leben und meinem neuen Körper, fühle ich mich endlich zu Hause und richtig angekommen. Und jetzt mit der Untersuchungshaft, ich habe einfach völlige Panik bekommen. Ich würde alles wieder verlieren. Jetzt bleiben Sie doch mal ruhig. Dieses neue Leben wurde Ihnen doch nicht geschenkt. Das haben Sie sich doch erarbeitet. Nur weil Sie vielleicht mal kurz in Untersuchungshaft müssen, ist doch nicht gleich wieder alles verloren. Mich würde eher interessieren, ob Barbara in Ihrem neuen Leben keine Rolle mehr spielt. Sie wissen gar nicht, wie unglücklich ich darüber bin. Das macht mich völlig fertig. Nach dem Projekt hat sich einfach alles für mich verändert. Mit Projekt meinen Sie die Dokumentation über Ihre Abnehmbemühungen, nicht wahr? Frau Stölters hat mir davon erzählt. Barbara und ich haben gemeinsam damit begonnen und auch das Filmprojekt gestartet. Aber Barbara hat es nicht geschafft, sie hat abgebrochen. Kann man diesen Film heute noch irgendwo anschauen? Auf der Seite von Less for More ist das immer wieder abrufbar. Sie glauben gar nicht, was die für ein Kapital daraus geschlagen haben. Ich würde mir diese Dokumentation gerne anschauen. Das wird auch nicht lange dauern. Liegestütze, komm, auf geht's. 10 Liegestütze. Nein, ich kann nicht mehr. Da, genau da hat Barbara sich entschieden, damit aufzuhören. Und was ist, wenn Wolfram dann super abgenommen hat und ich nicht? Was ist, wenn er mich dann nicht mehr attraktiv findet und mich nicht mehr liebt? Das können wir dir auch nicht sagen.
Aber wenn du Wolfram halten willst, dann musst du ihn auf seinem Weg so gut es geht unterstützen. Da hat er recht. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Aber komm, ihr seid da jetzt schon so lange zusammen. Glaubst du wirklich, dass dein Wolfram dich nur wegen der Äußerlichkeiten liebt? Ich hoffe, ihr habt recht. Das wäre nämlich besser. Wenn ich ihn wegen der Sache nämlich verliere, könnt ihr euch warm anziehen. Ach hey, ich habe den Film schon so lange nicht mehr gesehen. An die Stelle kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wäre sowas denn vorstellbar für sie? Wäre sie dazu in der Lage? Ja, das könnte passen. Ach du Scheiße. Wir müssen dringend zum Kommissar. Es hat sich was Neues ergeben, was ein völlig neues Licht auf diesen Fall wirft. Super, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hinten noch schnell ein bisschen Cooldown, ne, damit die Muskeln nicht so übersäuern. Kleinen Smoothie und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke euch. Ciao. Ach, guck. Bist du auch schon da? Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Dein Dienst hat vor 3 Stunden begonnen. Ich musste sogar deine Gruppe übernehmen. Ja, tut mir leid. Die Vernehmung bei der Polizei hat einfach ewig gedauert. Hast du gar nicht mitbekommen, dass die Wolfram und mich abgeholt haben? Wo ist Wolfram eigentlich? Ist er noch nicht wieder zurück? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Aber dann hat die Polizei ja offensichtlich endlich den richtigen verknackt. So, genug gefaulenzt. Wasch meinen Wagen. Er sieht aus wie Sau. Und saugen kannst du ihn auch gleich nochmal. Und keine extra Spritzton, bitte. Hey, Barbara. Meine Güte! Was soll das denn? Ich hasse Frau Landers, eigentlich... bevor Sie jetzt loslegen, beruhigen Sie sich, es ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Moment mal. Was ist los? Eine Taschenlampe, darf ich die mal haben? Ja. Mit dem Wagen wären Sie nicht mehr weit gekommen. Das bremst Flüssigkeit. Wenn davon noch mehr ausgelaufen wäre, dann hätte er in kürzester Zeit die Bremse versagt. Was? Erst Robert, dann ich? Das kann nur Jutta gewesen sein, dieses Missstück. Sie ist als letztes mit dem Wagen gefahren. Ich glaube, da tun Sie Frau Hebner Unrecht. Stimmt es, Frau Stelters? So ist es doch. Sie wollten, dass Ihre Nebenbuhlerin für diese Taten gerade steht, damit sie gleich aus dem Weg ist. Und das Gleiche galt schon bei dem Anschlag auf Ihren Chef, Robert Landers. Was soll das denn jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie da reden. Sie haben zuerst Ihren Chef niedergeschlagen und dann das Auto von Frau Landers manipuliert. Zum einen, um den beiden eins reinzuwürgen und zum anderen, um Jutta Hebner die Taten anzuhängen. Ich wollte doch nur, dass alles so ist wie früher. Das kam den Morgen so über mich. Wir waren noch allein im Institut und dann fing Robert auch noch an, auf mir rumzuhacken. Und meinte, es wäre doch nur eine Frage der Zeit, wann Wolfram mich dicke Kuh abservieren würde. Und ob ich nicht merken würde, mit welchen Augen er Jutta ansieht. Und dann haben sie gewartet, bis er mit dem Training anfängt, haben die Sicherung rausgenommen, um ihn dann im Dunkeln überwältigen zu können. Ja, schließlich haben die beiden mich doch mit ihrem Abnehmprogramm Wolfram von mir fortgetrieben. Ich hoffe, dass Sie nach wie vor für Frau Stelters da sind. Nicht als Partner, aber als Freund. Weil den kann sie jetzt gebrauchen. Darauf können Sie sich verlassen. Auf Wiedersehen.
Mit so einem traurigen Ende hätte ich nicht gerechnet. Frau Stelters hat die beiden Anschläge verübt, weil sie gedacht hat, sie kann ihre Beziehung retten. Aber sie hat nicht erkannt, dass hier nichts mehr zu retten war. Ihr Freund hatte längst ein neues Leben begonnen und wollte raus aus dem Beziehungstrott. Eigentlich tut sie mir leid, weil sie war diejenige, die sich in der Beziehung aufgeopfert hat und jetzt als Verliererin dasteht. Auf sie wird jetzt ein Strafverfahren zukommen, wegen versuchten Totschlag in zwei Fällen und Sachbeschädigung. Als kleiner Trost bleibt ihr nur, dass Herr Lösner ihr beistehen wird.